Nach Berichten über einen Notfall auf der Krimbrücke mit angeblich zwei Toten beschuldigt Moskau die ukrainischen Geheimdienste, einen Terrorakt verübt zu haben. Der Verkehr auf der Brücke, die Russland mit der annektierten Halbinsel verbindet, war zunächst zum Erliegen gekommen. Сегодня утром у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавшего легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент? Пострадала девочка, ранение средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. Самое тяжелое. Ее родители погибли, папа, мама. Die Brücke war bereits im vergangenen Oktober beschädigt worden. Damals explodierte eine LKW-Bombe. Monatelang war der Verkehr durch die Reparaturarbeiten erheblich eingeschränkt. Die Kertschbrücke gilt für Russland als wichtige Verkehrsverbindung, auch mit Blick auf Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine.